Moin Leute, heute geht es darum, wie ihr euren eigenen Minecraft-Bucket-Server erstellt und diesen auch mit Tamachi verbindet. Zuerst müsst ihr auf die beiden Seiten gehen, die ich euch in die Beschreibung stelle. Also erstmal ist es die Craft-Bucket-Download-Seite und die Setting-Up-Server-Seite, die findet ihr unter Get-Craft-Bucket. Und wie gesagt, das stelle ich euch beides in die Beschreibung. Zuerst müsst ihr euch hier die neueste Minecraft-Version downloaden, also jetzt zum Beispiel die 1.5 mit der Flament-Build. Die 1.5 gibt es noch nicht für die Beta-Build und auch nicht für die Recurrent-Build. Also deshalb downloaden wir die jetzt mal für die Flament-Build. Also ich habe das schon gemacht und dann geht ihr mal auf die Datei, die ihr gedownloadet habt, und dann müsst ihr die jetzt umbenennen. Also rechtsklick umbenennen. Und jetzt müsst ihr alle Bezeichnungen hier wegmachen, alle Buchstaben und Zeilen bis auf das Craft-Bucket. Das muss stehen bleiben. Und die Datei zieht euch jetzt mal auf dem Desktop. Und jetzt erstellt ihr auf dem Desktop einen neuen Ordner. Wie der heißt, ist eigentlich völlig egal. Ich nenne ihn Minecraft-Server. Und jetzt zieht ihr die Craft-Bucket-Datei einfach hier rein. Okay. Und jetzt geht ihr auf diese Seite hier und jetzt jetzt müsst ihr hier, je nachdem was ihr für ein Betriebssystem habt, müsst ihr hier entweder diesen Windows Code kopieren, den von Linux oder den von Mac. Ich habe ja Windows, deshalb muss ich den hier nehmen. Okay, jetzt geht ihr nochmal auf den Ordner, den ihr gerade erstellt habt, dann müsst ihr hier Rechtsklick klicken, dann auf Neu und dann auf Textdokument. Dann öffnet ihr mal das Textdokument, dann fügt ihr den Code ein, den ihr hier kopiert habt. Und jetzt müsst ihr die Datei, also ich wollte hierzu noch was sagen. Also hier könnt ihr jetzt zum Beispiel den RAM auswählen, den ihr mit dem Server laufen wollt, aber ihr müsst je nachdem gucken, wie viel RAM euer PC hat. Und Moment. Zuerst geht ihr auf das Windows-Zeichen und dann gebt ihr hier System ein und dann öffnet ihr die Datei, die nur System heißt. Und jetzt müsst ihr hier gucken, wie viel RAM euer PC hat. Meine hat ja zum Beispiel 8 GB, aber auch ein 64-Bit-System, das seht ihr auch hier. Und wenn ihr zum Beispiel 4 GB mit einem 32-Bit-System habt, dann könnt ihr das hier nicht höher stellen. Das geht mit dem 32-Bit-System nicht, aber wenn ihr 4 GB mit einem 64-Bit-System habt, dann könnt ihr das auf maximal, ich sag mal, 3 GB stellen. Obwohl das auch mit 4 gehen würde, aber ich empfehle das nur mit 3 GB, wenn ihr jetzt 4 GB habt. Obwohl, naja, eher 2 GB. Und ihr müsst halt bedenken, dass ihr, wenn ihr den Server ausführt, noch andere Sachen machen wollt am PC, außer halt zu gucken, was da so los ist. Weil ihr müsst ja noch euer Minecraft starten, das verbraucht auch RAM. Und ja, wie gesagt, mit einem 32-Bit-System könnt ihr diese Grenze hier nicht überschreiten, sondern nur mit einem 64-Bit-System. Und ihr müsst halt beachten, wie viel RAM euer PC zur Verfügung hat. Also, das hier ist jetzt ein MB, das heißt, ich könnte hier mit meinem PC zum Beispiel jetzt auf 6000 gehen. Naja, ich habe halt lieber 5000. Okay, jetzt müsst ihr die Datei speichern unter, also auf Datei, dann speichern unter. Und dann müsst ihr nochmal den Ordner auswählen, den ihr vor kurzem erstellt habt. Dann müsst ihr jetzt hier eingeben, wie das Dokument heißen soll. Also das ist jetzt der Serverstarter. Ich nenne ihn mal Serverstarter. Und jetzt müsst ihr unbedingt einen Punkt machen und dann ein BAT dahinter schreiben, neben den Namen. Also das Punkt BAT ist wirklich wichtig, weil sonst geht das Ganze nicht. Und jetzt speichert ihr das Ganze. Okay, jetzt könnt ihr das Ganze schließen. Und jetzt öffnet ihr nochmal den Server, den ihr, also den Ordner, den ihr erstellt habt. Und jetzt müsst ihr also, hier ist auch dieses neue Textdokument geblieben, das könnt ihr löschen, das braucht ihr nicht. Und jetzt haben wir ja die zwei Dateien, also diese haben wir ja gerade erstellt. Und jetzt müsst ihr die hier starten. Jetzt wird schon mein ganzer Server erstellt oder generiert, besser gesagt.
Okay, jetzt fertig. Jetzt könnt ihr den Server schließen, indem ihr hier unten eingibt Stop. Okay, das war schon mal der erste Teil und zum zweiten Teil komme ich gleich. Okay, es geht jetzt weiter und zwar geht es jetzt im zweiten Teil um die Server Properties. Um diese zu öffnen, empfehle ich Notepad++, aber das braucht ihr nicht. Das ist halt nur wichtig, wenn ihr Übersicht behalten wollt. Das findet ihr hier, stelle ich auch in die Beschreibung. Und um die Server Properties zu öffnen, geht ihr mal auf den Server-Ordner, den ihr erstellt habt. Und jetzt findet ihr hier die Server Properties und zwar steht in einem Typ, also hiervon gibt es jetzt zwei Server-Dings da und einer davon ist halt die Server-Properties, das findet ihr hier im Typ. Steht ja Server-Properties und das hier ist halt ein normales Textdokument. Und um das zu öffnen, klickt ihr Rechtsklick darauf, dann öffnen mit und dann, wenn ihr Notepad++ nicht habt, dann öffnet ihr das halt mit dem Editor. Ich habe Notepad++, deshalb öffne ich das jetzt damit. Also um das mit Notepad zu öffnen, Rechtsklick, dann Edit with Notepad++. Und jetzt findet ihr ganz viele Sachen, also ganz viele Einstellungen und wenn ihr erklärt haben wollt, wie diese hier halt gehen, dann müsst ihr auf diese Seite gehen, die ich euch in die Beschreibung stelle. Und ich würde sagen, das erste hiervon ist für uns unwichtig. Das zweite ist halt, ob ihr die Never haben wollt, also ob ihr in die Never kommen wollt. Das sollt ihr wohl, oder das könnt ihr entscheiden, ob ihr das auf True oder auf False haben wollt. False ist halt, False heißt so viel wie nein oder nicht und True heißt ja. Also wir wollen das haben und deshalb halt True. Und ein Level Name ist eigentlich auch völlig egal, aber wenn ihr jetzt eure Welt umbenennen wollt, was eigentlich, wie gesagt, völlig egal ist, dann schreibt ihr hier etwas anderes hin. Die Enable Query, da muss ich mal gucken. Okay, das ist auch unwichtig. Allow Flight. Ob ihr halt auf dem Server fliegen, ob die ganz normalen Spieler halt fliegen können oder nicht. Das setze ich mal auf False, weil wir können hier Creative benutzen und der Server-Port, der sollte auch so stehen bleiben, den dürft ihr auch nicht ändern. Und der Level-Type oder Level-Typ, da steht hier halt Default, ist halt eine ganz normale Minecraft-Welt, also Strandwelt mit Hügeln, Tälern, Wasser etc. Flat ist eine komplett flache Welt. Da gibt es halt dann keine Berge und so weiter. Und Large Biomes ist halt ähnlich wie bei der Standardwelt, nur mit größeren Biomen. Ich würde sagen, wir lassen es auf Default. Enable Recon. Moment, da muss ich auch mal gucken. Ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Level Seed muss ich auch mal gucken. Okay, das ist erstmal auch unwichtig. Server-IP, dazu kommen wir später nochmal im dritten Teil. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Und die maximale Bauhöhe, die lasse ich mal auf Standard. Ich glaube, ihr könnt die runtersteigen, ob ihr die noch hochsteigen könnt, da muss ich mal gucken. Ja, also 256 ist die maximale Höhe, ihr könnt das noch runtersetzen. Ob ihr NPCs spawnen wollt, das lasse ich auch mal auf True meine ich, und dann ob ihr eine Whitelist haben wollt, also ob ihr einstellen könnt, welche Spieler jetzt auf euren Server können, das lasse ich auch mal auf False. Und Spawn Animals, ob ihr Tiere spawnen lassen wollt, True, Super Enabled, muss ich auch mal gucken. Okay, das lassen wir mal auf False. Oder nee, lass es einfach auf True, ist ja völlig egal. Okay, dann kommt ja Hardcore. Also Hardcore heißt halt, dass wenn jetzt auf den Server stirbt, dass der Spieler dann gebannt wird und nicht mehr auf den Server kommt. Das finde ich ein bisschen unnötig, obwohl das für manche Sachen bestimmt sehr wichtig ist, aber ich lasse es mal auf False. Texturpack. Ihr könnt halt Texturenpacks auf dem Server verlinken, so dass die jeder benutzen muss oder nutzen kann. Das ist für uns erstmal auch unwichtig. Wenn ihr wollt, kann ich das in einem extra Video erklären, aber
Ich denke mal, das ist völlig egal. Nutzt ihr einfach das Standard-Textur-Pack. Online-Mode ist halt, wenn ihr es auf Hold stellt, dann können auch Spieler mit gecrackten Minecraft auf den Server kommen. Und wenn ihr es auf True stellt, ist halt der Server nur für Premium zu. Können halt nur Premium-Spieler darauf treten. Also ich lasse mal auf Hold, weil ich möchte mehr Spieler haben. Oder wenn ihr mehr Spieler haben wollt, könnt ihr es auf Hold lassen. PvP, möchtet ihr das Player versus Player anders oder nicht anders? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Player den anderen killt, dann kann er die Items aufheben, um das vermeintlich mal auf False oder schreibe ich False hin. Difficulty, Moment. Wo war das denn? Ach ja, hier. Also 0 ist friedlich, das heißt Leben werden generiert. 0 ist einfach, da bekommt man halt Schaden, aber nicht so viele. Normal bekommt man halt Mittel. Bekommt dann Standardschaden und bei Hard bekommt man halt viele Schaden von Gegnern. Ich würde sagen, wir machen das auf, ja, auf 1 ist das ja schon, machen wir mal auf 2. Game Mode 0. Game Mode 0 ist, glaube ich, ja, Game Mode 0 ist über der Überlebensmodus, 1 ist Creative Modus und 2 ist Abenteuermodus. Lass es mal auf 0. Die Admins können ja sowieso den Spielmodus von anderen Spielern ändern. Okay, maximale Spieler, wie viele Spieler dürfen maximal auf dem Server sein? Ich lasse mal auf 10. 10 reichen mir. Könnt das, glaube ich, aber auch so stellen, wie ihr wollt. Okay, Spawn Monsters. Dürfen Monster gespawnt werden? Lasse ich auch mal auf True. Generate Structures. Das weiß ich selber nicht. Also, vor dem neuen Chuck dürfen. Neuen Chuck werden Struktur nicht generiert und True sei das Gegenteil davon. Ach so, ja, auch Strukturen wie NPC-Dörfer generiert werden dürfen. Ich würde das auf True lassen. Dann View Distance ist auch erstmal unwichtig und hier könnt ihr halt so eine Art Serverbeschreibung hinschreiben. Also ich schreibe zum Beispiel jetzt mal ein neuer Minecraft-Server oder sowas hin. Okay, das war jetzt der zweite Teil und im dritten Teil geht es um Hamachi. Und ganz wichtig, ihr müsst es auch abspeichern. Okay. Okay, es geht jetzt zum Hamachi-Teil und zwar könnt ihr Hamachi downloaden. Auf der Seite, die ich euch in die Beschreibung stelle, klickt ihr halt auf zum Download, dann nochmal Download Server Chip Online. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr halt so einen Installer ausführen. Dann installiert sich das schon fast automatisch. Und wenn ihr da Hamachi installiert habt, dann kommt ihr hier so Log Me in Hamachi. Da müsst ihr erstmal hier auf dieses Einschalt- oder Ausschaltzeichen klicken. Und dann, wenn ihr online seid, das dauert eine Weile. Okay. Wie gesagt, es wird jetzt vielleicht eine Weile dauern. Okay, und wenn das jetzt fertig ist, also dann geht die hier bei Hamachi auf Netzwerk und dann neues Netzwerk erstellen. Achso, ich bin erkältet, okay. Bei Netzwerk-ID schreibt ihr den Namen vom Hamachi-Server rein, wie der heißen soll, also zum Beispiel Sarugados Minecraft-Server. Oder ich heiße ja nie wie Fred. Und das Passwort. Ich mache jetzt mal das Passwort 123. Okay. Und wenn ihr wollt, dass ein Freund auf euren Hamachi-Server kommt, müsst ihr den halt sagen, dass er auf Netzwerk gehen soll und dann bestehende Netzwerk beitreten. Und dann müsst ihr hier halt die Netzwerk-ID schreiben. Und wäre das jetzt so zum Beispiel. Und dann das Passwort halt. Ich kann mir nicht beitreten, weil das ja mein Server ist, ist ja klar. Okay, ihr müsst dann halt euren Freund oder was auch immer den Namen vom Hamachi-Server geben. Also die Netzwerk-ID und dann das Passwort. Und auf einem Hamachi-Server können maximal 5 Leute, aber ihr könnt das noch machen, dass ihr einen zweiten Hamachi-Server erstellt.
Achso, ich bin jetzt auf Netzwerk beitreten gegangen. Okay, sorry, okay, jetzt können halt 10 Leute auf den Server. Und ja, ihr könnt so viele manche Server stellen, wie ihr wollt. Und dann müsst ihr halt dem Freund die den Namen, also die Netzwerk-ID geben von dem Server, der noch frei ist. Und ihr könnt halt, wie gesagt, mehrere Server gleichzeitig für einen Minecraft-Server benutzen. Okay. Also die, wie gesagt, die Spieler von. Also die Spieler von denen hier können auf den Minecraft-Server und die von dem hier. Aber das darf halt nicht aus sein. Ja, Matschi muss dafür an sein, ob das geht. Und der Server muss auch dafür an sein. Also der muss hier auf grün sein. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Und okay. Jetzt kommen wir nochmal zur Server Properties. Und jetzt kommen wir hier zur Server IP. Und jetzt müsst ihr mal in euer Hamachi gehen und hier oben findet ihr die Hamachi IP von euch. Also hier diese Zahlen hier bis zu dem Schrägstrich müsst ihr hier in Server IP schreiben. 52.132.170.182. Mal kurz gucken, ob alles richtig geschrieben ist. Ja, ist alles richtig, okay. Jetzt könnt ihr es nochmal abspeichern. Und jetzt ist schon euer Server, wenn er an ist, mit Hamachi verlinkt. Also ihr müsst immer, wenn ihr wollt, dass die Spieler joinen können, muss euer Hamachi an sein mit den Servern und euer Server an sich muss natürlich auch an sein. Also der Serverstarter. Und jetzt sollte das Ganze schon mit Hamachi verlinkt sein und wir gucken mal gleich, ob das geht. Okay, kurz nochmal zum Teil davor. Mir ist halt aufgefallen, dass ich bei Level Seed, ich habe das falsch geschrieben. Also das hier muss natürlich zu Server-IP, nicht zu Level-Seed. Das war ein kleiner Fehler von mir. Also die IP von Hamachi muss hier bei Server-IP hin. Sorry für den kleinen Fehler. Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Server hier schon abgespeichert und zusammen mit der IP von Hamachi. Und das Ganze geht auch, wie ihr hier sehen könnt. Wir sind jetzt auf den Server gejoint und mal gucken, ob er leckfrei ist. Ja, er leckt nicht. Okay, und im nächsten Teil geht es um Fehlerbehebungen. Okay, jetzt geht es darum, Fehler zu beheben. Und zwar ist eine häufige Ursache dafür, dass Cracked-Leute nicht joinen können, der Serverstarter. Den müsst ihr mal mit Notepad++ öffnen. Und dann müsst ihr hier... Moment... Hier steht im Normalfall, wo gerade das False ist, ein True. Dieses True müsst ihr zum False machen. Dann speichert ihr die Datei ab. Dann sollte wieder alles gehen und dann ändert ihr hier nochmal kurz auf der Server Properties die Einstellung und ein Mode of False. Okay, eine zweite Ursache ist, dass der Server allgemein nicht geht, die Windows Firewall. Dazu geht ihr mal auf die Windows-Taste und schreibt ihr Windows Firewall rein. Dann öffnet ihr das. Und jetzt geht ihr hier auf Windows Firewall ein- oder ausschalten und jetzt müsst ihr, aber das wird von mir nicht empfohlen, auf Windows Firewall deaktivieren gehen. Und das würde ich aber nicht machen, man kann auch glaube ich Ports freischalten, aber das solltet ihr mal googeln, wenn ihr nicht die Firewall ausmachen wollt. Und zwar würde ich die Firewall nur ausmachen, wenn der Server gerade an ist und das wirklich nicht geht. Und wenn ihr den Server wieder ausschaltet und ganz zu meinem PC seit dann würde ich die Firewall wieder unbedingt einschalten. Also die auszuschalten ist überhaupt nicht empfohlen. Wie gesagt, okay. Ich habe die jetzt wieder angemacht. Und jetzt geht es, also die dritte Ursache für häufige, also dafür, dass häufig der Server nicht geht, ist die Internetverbindung oder, ja, die Internetverbindung. Dafür klickt ihr mal rechtsklick auf das Internet-Symbol, je nachdem, ob ihr WLAN oder LAN habt. Dann geht ihr auf Netzwerk und Freigabecenter öffnen. Dann auf Adapter-Einstellungen ändern und dann... Und mit der LAN-Verbindung geht das, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Es geht nur mit der drahtlosen Netzwerkverbindung, also mit der WLAN-Verbindung. Und dann deaktiviert ihr eure LAN-Verbindung und aktiviert halt eure WLAN-Verbindung, wenn das nicht geht.
Okay, ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das liken oder mich abonnieren. Ciao.